Erik Engelhardt, 90 Minuten auf dem Platz gewesen, am Ende 1-2 gewonnen. Wie zufrieden bist du mit deiner Leistung und auch mit der Leistung des Teams? Ja, am Ende war es schon verdient, dass wir gewonnen haben. Wir hätten vielleicht noch 2, 3 mehr Tore machen müssen. Aber Hauptsache die Null stand am Ende und im Endeffekt haben wir das Spiel gewonnen und das ist alles, was zählt. Wie unterschiedlich hast du die Mannschaft, also den Gegner wahrgenommen? Englischer Viertligist, ich glaube, hat man jetzt auch noch nicht so häufig gespielt. Wie war es auf dem Platz? Ja, taktisch waren die eher nicht so, aber halt dafür aggressiver, umso aggressiver. Ja, aber ein bisschen, wir waren schon ein bisschen wild, muss man sagen. Aber ja, ist schon, die englische Härte ist schon richtig. Aber die so eine englische Härte, die auch haben, so viel motzen die auch und schreien die ganze Zeit um. Deswegen ist jetzt nicht meins, aber ja, es nimmt man auch mal mit. Das ist eine coole Erfahrung. Und eine gewisse Körperlichkeit magst du ja durchaus auch in deinem Spiel. Wie zufrieden bist du jetzt mit den letzten Wochen und wie groß ist die Vorfreude auf das Spiel am Samstag gegen Karlsruhe, also am nächsten Samstag? Ja, wir haben gut gearbeitet in der ganzen Vorbereitung. Im Trainingslager haben wir echt nochmal einen richtigen Schritt gemacht. Und ich glaube, das Wichtigste ist, dass wir alle fit sind zum ersten Spieltag. Und die Jungs haben alle gut mitgezogen. Wir sind frisch. Jetzt haben wir nochmal 2 Tage dann frei. Die wollen wir dann gut nutzen. Und ja, dann geht es am Montag oder am Dienstag voll Fokus auf Karlsruhe. Und wir stellen uns richtig darauf ein. Ich glaube, der ganze Staff und die ganze Mannschaft freut sich da auf den ersten Spieltag, was wir uns da verdient haben. Und ja, dann hauen wir ein Bett raus und dann holen wir uns da den ersten Sieg. Eine Frage habe ich noch. Du warst einer unserer Models beim Trikotshooting fürs Heimtrikot. Wie gefällt es dir? Sehr gut. Ich war echt positiv überrascht, weil ich Capelli jetzt nicht so auf dem Schirm hatte. Aber ist echt ein cooles Trikot und schaut ja ähnlich aus wie das alte, aber jetzt finde ich es nochmal besser. Erik, danke dir. Gerne.